Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf diesen 1987er BMW 735i. Dieser 735 gehört zur Baureihe E32, die von 1986 bis 1994 gebaut wurde und das stolze 310.000 Mal. Ja, und bekannt wurde das Auto unter anderem, 1987 hieß es zum ersten Mal, Harry, fahr schon mal den Wagen vor. Ja, und dann wurde so ein schöner E32 rausgeholt und vorgefahren. Und dieses Auto ist so schön, dass ich sage, ich fahre diesen E32. Und das ist ja eine Antwort auf diese häufig gestellte Frage. Und das hier ist einer der schönsten 7er überhaupt. Ja, und warum das so ist und warum es sich lohnt, einen zu fahren? Ja, der Frage gehen wir heute mal zusammen auf den Grund. 1992 gab es einen Facelift. Wir haben hier den 87er, einen Vorfacelift. Und wie immer fangen wir mit dem Design an. Und ja, wenn es um 7er BMW geht, dann ist das wohl ja die athletischste Limousine oder die grazilste Limousine, die man überhaupt haben kann, nicht nur zu der Zeit, sondern auch heute noch, wenn man sie mit aktuellen 7ern vergleicht, ist das unglaublich. Unglaublich ist auch, dass man an der Niere schon erkennen kann, das hier ist ein Sechszylinder. Das heißt, der Zwölfzylinder hätte die breitere Niere gehabt. Am Anfang gab es viele 750er. Und jetzt kann man sich an einigen Designpunkten aufhalten, wie zum Beispiel den Chromleisten und ähnlichen, oder dass wir hier auch eine Scheinwerferreinigungsanlage haben. Die Scheinwerfer übrigens sind genauso auch im E34, also im 5er drin. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass im 5er und im 7er einfach so die gleichen Scheinwerfer sind. Was ich mir heute auch gar nicht mehr vorstellen kann. Einerseits, wir haben hier Nebelscheinwerfer. Ja gut, das gibt's heute wegen LED oft schon nicht mehr. Aber die Reinigungsanlage hat tatsächlich auch noch extra Düsen hier unten. Das heißt, meine Nebelscheinwerfer, ja, werden auch extra angestrahlt. Und ja, wenn man dann so davor steht und auf das Auto schaut, es gibt wenig Autos, die einen so grimmig angucken. Und das ist nicht ja wie bei manchen modernen Autos, dass sie einfach so pubertär wie so ein 16-Jähriger, der einen dumm anmacht, irgendwie da sind, sondern das so Liam Neeson-mäßig, so ganz unterbewusst. Leg dich bloß nicht mit mir an. Und ja, dieses grimmig reinschauen, das hat er halt schon damals gut drauf gehabt und auch heute noch. Er hatte damals auch das Recht dazu, denn 1987 kam der 57 und das war der erste Nachkriegs-12-Zylinder. Da hat BMW also richtig aufgetrumpft, ja, um nicht nur wie beim Vorgänger, dem E23, so für ein paar Achtungserfolge zu sorgen, sondern ja, Mercedes mal richtig zu zeigen, was denn hier eigentlich so geht. Die Farbe übrigens ist das schicke Lachssilber, was wir hier sehen. Und für mich war am Anfang so ein bisschen die Frage, wie groß ist denn eigentlich so ein 7er? Ich meine, der ist 1986 rausgekommen. Autos werden größer, größer, größer mit der Zeit. Das Auto ist 4,91 Meter lang. Also eine klassische 5er Größe von heute, ist dabei 1,85 breit und 1,41 hoch. Steht also ja, wie gesagt, sehr grazil, sehr sportlich da und ist aus meiner Sicht ein sehr athletisches Auto, was auch durch diese Linie hier an der Seite deutlich wird. Und das sind so einige Designelemente. Das Design, ja, damals zu der Zeit, Klaus Lute war der Chefdesigner und das hier ist so eine schöne deutsch-italienische, ja, Machart. Der Ecole Spada hat das Auto hauptsächlich mit gezeichnet. Der hat auch viele andere schöne Autos gemacht, wie zum Beispiel den Alfa Romeo 155, ein sehr schickes Auto, ja. Und Hans Kerschbaum war auch mit dabei. Das heißt, so deutsch-italienische Freundschaft gelebt, inklusive Hofmeisterknick. Wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Auto an der Stelle und ein typisches BMW-Designelement, was dann über Jahrzehnte mit angeführt wurde, war dieses L hier in den Rückleuchten. Das heißt, der E32 war der erste BMW, der das Ganze getragen hat. Ich finde hier hinten schön, dass diese Linie, die quasi von den Fenstern kommt und hier in so eine Art Spoiler übergeht und in diese Abrisskante, sehr schick. Und genauso auch einfach mal zwei Rohre zu haben. Das ist mal so ein Auspuff, wie man ihn sich vorstellt und nichts irgendwie als großes Designelement. Ja, weniger Schnick und Schnack gibt es auch beim Thema Kofferraum. Einmal hier gedrückt geht das Ganze auf, also nicht elektrisch oder irgendwelche anderen Experimente. Und dann habe ich, wie es sich bei einem 80er-Jahre-Auto gehört, eine Ladekante. Das heißt, ich darf hier einmal alles drüber wuchten. Das Auto an sich ist halt sehr flach, dadurch habe ich es nicht so weit. 500 Liter Kofferraumvolumen bekomme ich hier hinten rein. Man hat jede Menge Platz, auch von der Öffnung an sich geht das Ganze gut. Es ist halt einfach nur flach von der Höhe, weil das ganze Auto flach gezeichnet ist. CW-Wert war damals auch wichtig, 0,32. Es klingt heute mittelmäßig, war in den 80ern schon eine ziemlich stolze Leistung. Und ja, wenn man stolz drauf ist, dann will man natürlich auch Leute mitnehmen. Und deswegen, ja, gucken wir uns jetzt mal hier das Ganze von der Rückbank aus an, wie es denn ist, wenn man Leute mitnimmt. Da ist das Erste, was auffällt, hier erstmal diese Türtafel. Und da sieht man einerseits, hey, ich habe elektrische Fensterheber. Ich habe
habe aber vor allem auch dieses kardinalrote Leder. Ich habe das Holz und vor allem das Leder ist einfach überall. Und wenn man sich dann mal hinsetzt, so, dann merkt man, okay, es ist ein 7er. Also auch wenn der Sitz bequem vorne für mich eingestellt ist, da haben meine Knie keine Chance, an den Sitz zu kommen. Ich habe auch nach oben Platz. In dem Fall, ja, mein Himmel hängt ein kleines bisschen. Aber selbst mit hängendem Himmel habe ich genug Platz. Und ich sitze in so einer Art Kuhle auf der Batterie. Naja, nicht ganz auf der Batterie. Die Batterie ist hier drüben neben mir. Die Rücksitzbank ist nur gesteckt, kann ich einmal rausziehen. Und wenn man dann mal an seine Stromquelle muss, wäre das genau hier hinten. Das Eindrucksvollste für mich ist allerdings das ganze Thema Leder. Das passt quasi auf keine Kuhhaut, ja, wie viel Leder hier hinten verwendet wurde. Das heißt, meine komplette Türtafel Leder, hier diese Fächer, die ich hier jetzt habe, natürlich ein großer Aschenbecher, ist auch wichtig. Ich habe auch einen Anzünder in der Mitte. Oder hier oben dieses Fach, alles Leder, Leder, Leder. Die Rücklehnen von den Sitzen sind natürlich mit Leder bezogen. Genauso wie die B-Säulen hier unten mit Leder bezogen sind. Allgemein ist einfach alles mit Leder bezogen. Sogar hier bei den Lüftungsdüsen, die ich hier hinten habe, was wohlgemerkt auch ein tolles Feature ist, dass ich hier hinten separat Luft bekomme. Alles komplett mit Leder und ich habe natürlich auch eine Mittelarmlehne, bei der alles aus Leder ist und mit einer Durchreiche das Ganze noch. Das heißt, ich habe jede Menge Platz, ich sitze bequem und ja, ich habe auch Kopfstützen, damals auch nicht unbedingt selbstverständlich bei allen Autos. Also hier hinten lässt es sich fürstlich reisen, wenn man denn chauffiert wird. Ich persönlich ziehe es aber dann doch vor, selber zu fahren und deswegen greifen wir jetzt mal Richtung Lenkrad. Der erste Blick, den man hier in das Auto reinbekommt, ist einfach nur rot mit Rot und Holz. Und das ist genau der Grund, ja, warum ich diesen E32 fahre. Man hat mal nicht nur schwarzes Leder oder Stoff, sondern hier dieses schöne Kardinalrot. Nobody expects the Spanish Inquisition. Von vorn bis hinten, egal ob es die Teppiche sind, die Sitze, aber auch alles weitere. Und das Thema Leder, was wir bereits hatten, zieht sich hier einfach einmal komplett durch das Auto durch. Das heißt, wirklich alles, was ich hier sehe, wirklich alles, was ich anfassen kann, ist Leder. Oder wie beim Schaltknopf Holz irgendwo noch mit dabei. Aber das ist einfach eine tolle Materialanmutung, die man bekommt. War auch nicht Standard, aber ja, man findet es tatsächlich relativ verbreitet. Für alle, die was gegen Leder haben, ist dieses Auto definitiv falsch. Und dazu passt das meiner Sicht ideal noch dieses Lenkrad aus dem Zubehör, Original BMW, drei Speichen, komplett Holz, fässt sich gut an und ich finde auch hier schön diese Narbe in der Mitte. Es erinnert mich so ein kleines bisschen an einen McLaren F1, wobei ich auch weiß, dass das hier kein McLaren ist natürlich. Das merkt man auch einfach an diesen Innenmaßen, alles ist unglaublich breit und voluminös. Dazu passt es auch, dass man hier so Captain's Chairs hat, das heißt Fahrer, Beifahrer haben jeweils ihre eigene Armlehne, können entscheiden, ob sie sie haben wollen oder ob sie sie nicht haben wollen. Und das Ganze, Seitenhalt habe ich nicht viel. Die Oberschenkelauflage könnte ein Tick länger sein. Meine größte Kritik an dem Sitz ist allerdings, er ist nicht schön verstellbar. Was er allerdings ist, er hat eine Lordosenstütze und eine Sitzheizung, das Ganze ist elektrisch, das geht hier. Das ist natürlich ein schönes Feature. Aber viel wichtiger ist doch einfach, dass ich hier so meinen guten Holztisch von zu Hause habe, wo ich mal was abstellen kann. Allgemein Ablagemöglichkeiten sind nicht so praktisch für die heutige Zeit. Ich habe zum Beispiel keinen klassischen Getränkehalter, wie man sich irgendwie vorstellen würde oder sowas. Ich habe dafür halt so ein bisschen andere Fächer. Ich habe zum Beispiel hier in meiner Tür so kleine Fächer, die nach oben klappen. Ich habe hier direkt bei meinem linken Knie noch ein ziemlich großes Fach und ich habe auch ein Handschuhfach mit einer tollen Funktion. Erstmal ist das hier die Stelle, wo das Auto sich am besten anfühlt. Ich könnte stundenlang damit verbringen und dann klappt das Ganze mit so einem Mechanismus nach unten. Ich habe zusätzlich noch eine kleine Taschenlampe, die ich bekomme, die tatsächlich auch funktioniert für wenige Augenblicke, aber sie geht und das, obwohl sie 32 Jahre alt ist. Ja, und dann klappt das Ganze auch wieder so hoch. Und man hat tatsächlich mehr Platz, als es aussieht. Was wir in dem Moment merken, ich habe auch diese Ablageflächen hier oben. Das heißt, wir haben ein Fahrzeug ohne Airbags. Ja, das bedeutet, man sollte ein bisschen vorsichtiger irgendwie auf den deutschen Straßen unterwegs sein. Einfach aufgrund der anderen so ein bisschen. Aber ja, was ich dann auch gut finde, natürlich ist man angeschnallt unterwegs, dass wir hier bei dem Gurt innen grau, an den Seiten grau haben. Das haben wir zum Beispiel auch bei dem Achter gesehen. Das ist typisch BMW aus der Zeit. Genauso auch wie die Konstruktion hier mit den mit der Lichtsteuerung. Egal, ob es für die Nebelscheinwerfer oder halt nochmal für Blendlicht und Kurs, dass das Ganze hier so hochdrehen kann, haben früher viele BMWs, genauso auch das Kombi-Instrument. Da haben wir dieselbe Geschichte wie bei den Scheinwerfern. Das teilt er sich ja mit dem E34 und wir sehen hier, okay, 90 Liter, das ist also die kleine Variante vom Tank. Es gibt noch einen Autobahntank mit 102 Litern, aber in einem Sechszylinder braucht man das nicht. Und das Kombi-Instrument hat noch eine Besonderheit. Die ersten Modelle von 86, 87 und 88 haben einen, nennen wir es mal, Softwarefehler. Dadurch geht mein Kilometerstand bis 299.960
Und dann ist es vorbei, egal wie viel ich weiterfahre. Mein Tageskilometerzähler wird friedlich weiterzählen, aber die Gesamtfahrleistung bleibt dann stehen. Kann man ändern, muss man nicht. Wenn man einmal bei 300.000 angekommen ist, ist es wahrscheinlich auch egal. Ja, hier in der Mitte haben wir übrigens noch unsere Fensterheber. Bei den späteren Modellen, wenn ich eine elektronische Fahrwerkssteuerung hätte oder auch wenn ich meine Einparkhilfe hätte, hätte ich hier an den Seiten ja noch zusätzliche Tasten. In dem Fall haben wir halt einfach Leder, Leder und nochmal Leder. Und weil wir in den 80ern sind, natürlich auch nochmal einen Aschenbecher und hier einen Anzünder. Darüber haben wir die Klimaautomatik, die 4.700 Mark extra gekostet hat bei diesem Auto mit einem Basispreis von 72.000 Mark. Die ist ja von der Steuerung ähnlich wie sie heute noch bei Rolls-Royce ist. Das heißt, ich habe hier dieses Rädchen, wo ich von blau auf rot drehen kann und hier meine Gebläsestärke und die Luft wird automatisch verteilt. Hat nur einen Nachteil, wenn man das Auto putzt oder ähnliches tut, dann kommt man hier unweigerlich drüber und am Ende ist alles irgendwie ganz anders eingestellt, als man es eigentlich haben wollte. Aber im normalen Fahrbetrieb kommen da keine großen Fragen auf und vor allem das Ganze funktioniert auch gut. Jetzt, ja, das eine, was ist, mir fehlt leider das Original BMW Radio, wenn jemand 8 zufällig rumliegen hat, sehr gerne. Hier haben wir den Bordcomputer, der mir auch nochmal Durchschnittsverbrauch und ähnliches anzeigen kann. Sehr, sehr schick und hat in dem Fall auch keine Pixelfehler, was dazu kommt. Das werden wir später sehen. Und ja, hier haben wir eine Blindtaste. Was wäre das denn? Hier gibt es so eine Überblendung. Normalerweise, wenn man ein höheres Radio mitbestellt hätte, dass man die Akustik von vorne nach hinten entsprechend verlagern kann, haben wir nicht. Ja, und zur damaligen Zeit war der 7er eins der Autos mit dem besten Ton überhaupt. Das ist für heute nicht mehr so relevant. Heute freue ich mich mehr drüber, dass hier dieser weiche Filzstoff. Sowas bekommt man aus meiner Sicht heute nicht mehr. Das fühlt sich einfach alles gut an. Genauso wie wir halt Technik haben, die sich gut anfühlt, weil einfach wenig kaputt geht. Und was wir da so unter der Haube finden, ja, das schauen wir uns jetzt mal an. Der erste Schritt auf dem Weg zu unserem Motor ist ganz normal, Hebel bezogen. Aber dann denkt man sich schon, Moment, was passiert da eigentlich mit der Motorhaube? Und dann einer der schönsten Momente überhaupt, wenn man dann E32 fährt, Moment, ich mache mal ganz kurz meine Motorhaube auf. Und dann kann man das Ganze einmal nach vorne wegklappen. Und dann haben wir einen wunderbaren Blick. Ich von der Seite kann es sogar noch ein kleines bisschen schöner sehen als ihr. Auf diesen Motor und hier haben wir einen M30. Viele sagen, ja, es ist einer der besten Motoren überhaupt. Gab es ab Ende der 60er, wurde bis in die 90er hinweg gebaut. Die haben so ein bisschen als Eisenschwein verschrien. Was soll das denn heißen? Klingt erstmal negativ. Er bedeutet aber einfach unzerstörbar und unglaublich zuverlässig. In dem Fall haben wir nicht die 3 Liter, sondern die 3,5 Liter Variante. Die bringt es dann in dem Fall auf 211 PS und auf 305 Newtonmeter. Ja, und dann wie viel wiegt so ein 7er? Wie viel Masse muss jetzt bewegt werden? Ohne Automatik 1600 Kilo, mit Automatik 1630. Das ist nichts für ein Auto von heute. Natürlich, wenn man noch ein bisschen Sonderausstattung und ähnliches hat, vielleicht kommt man mal auf 1,7 Tonnen. Die 1630 Werksangabe von BMW sind wohlgemerkt schon vollgetankt. Vollgetankt bedeutet in dem Fall, ein 90 Liter Tank ist komplett gefüllt. Also ja, ein wirklich zierliches, leichtes Auto. Im Endeffekt bedeutet auch, ja, trotz Viergangautomatik kommt man in 9,1 Sekunden auf 100 und wird 230 km/h schnell. Ja, Werksverbrauch 12,1 Liter kann man durchaus schaffen. So meine Erfahrung ist, Autobahn, ja, 11 Liter fährt man so im Schnitt und ja, gemischt werden es dann mal 13. Das gehört halt einfach mit dazu. Dafür ist dieser Motor unzerstörbar und man sollte sich auch eigentlich nicht so viele Sorgen machen, wenn man mit dem Auto unterwegs ist. Wenn wir uns hier vorne ein bisschen umschauen, sieht man einerseits, man kann ganz gut arbeiten. Ich zum Beispiel durfte mal die Lichtmaschine jetzt vor kurzem tauschen, da kommt man hier relativ bequem ran. Und man sieht auch ja so viele schöne Elemente, die man von früher hat. Ich finde zum Beispiel schön, auch hier vorne diesen Aufkleber, der mir nochmal sagt, ist ein Sicherheitshinweis, ich sollte doch bitte nur Original-BMW-Teile verwenden für meine Sicherheit. Und natürlich auch für die Gewährleistung. Das heißt, es ist schon mal ein wunderbarer Anblick, den man hier vorne hat. Ich bin noch überrascht, wie leicht das Auto ist. Und dann ist so die Frage, ja, Schwachstellen von einem E32, worauf muss man dann achten? Wie alle größeren BMWs, ja, die Vorderachse ist ziemlich belastet. Und ja, ich muss mal nach meinen Querlenkern, Pendelstützen und Ähnlichem schauen. Das sind Themen, die halt immer mal ein bisschen ausschlagen. Allerdings muss man bedenken, bei jedem Auto aus den 80ern oder Anfang 90er, das man sich jetzt kaufen möchte, als Old, Young, was auch immer Timer, muss man auf genau sowas achten. Es ist also nicht sehr spezifisch. Tonnenlage an der Hinterachse wären da auch ein Thema. Aber die generelle Technik hier ist solide, beziehungsweise wenn mal was passiert, ist wahrscheinlich Tauschen immer noch am besten. Denn ja, egal ob es ein Getriebe oder ein Motor ist, bekommt man alles relativ gut. Gab es natürlich auch als 5-Gang-Handschalter, dann eine ganze Ecke sportlicher allgemein.
1987 kam der V12, war der erste Nachkriegs-V12 überhaupt. Mercedes hat dann erst 1991 reagiert mit der S-Klasse. Ja, und dann hätte sich das Ganze fast zu so einem Wettrüsten hochentwickelt. Es gab tatsächlich auch einen 7er mit einem V16, den man entwickelt hat. 6,6 Liter Hubraum, 408 PS, der nicht in Serie ging. Das Ganze wäre auch völlig eskaliert, weil Mercedes schon ähnliche Pläne hatte. Stattdessen hat man es halt geschafft, ja viele technische Innovationen in die Serie zu bringen, wie man es immer macht, so mit dem Flaggschiff zuerst. Diese 7er haben zum Beispiel alle ABS. ABS als wichtiges Sicherheitsfeature. Ab 91 war der 7er das erste Auto überhaupt, bei dem man Xenon mit dazu bestellen konnte. Und im 1992 gab es dann sogar eine Einparkhilfe PDC mit dazu. Alles Raffinessen, die wir bei dem Auto nicht haben. Dafür können sie in dem Fall auch nicht kaputt gehen. Und sind halt eher mal kleine Anbauteile wie eine Lichtmaschine. Ja, die bekommt man für 90 Euro. Das Ganze ist also noch gut überschaubar. Und ich habe jetzt überhaupt keine Sorge, dass wir hier mal zusammen losstarten. Und bevor man losstartet, kann man hier die Motorhaube wieder schließen. Man hat, muss doch gar keine Gewalt aufwenden. Ja, und wir starten jetzt ganz sanft auf die Straße zusammen. Unsere Reise im 7er geht jetzt los und an einem warmen Tag wie heute, ich kann mir sogar die Außentemperaturen zeigen lassen, 26,5 Grad, fällt natürlich erstmal auf, wir haben eine Klimaautomatik, die kühlt und wir sind also jetzt ganz entspannt hier unterwegs, das ist das Wichtigste und zum Thema Entspannen passt natürlich auch immer Automatik fahren und bei einer Fliegerautomatik schlagen die meisten, und dazu gehöre ich auch, erstmal irgendwie die Hände über den Kopf zusammen und denken, oh mein Gott, was wird das denn? Es ist eigentlich nicht so wild. Das heißt, vor allem, wenn man mal so ein bisschen in der Stadt zum Cruisen unterwegs ist, fällt es gar nicht negativ auf. Ja, auf so einer Landstraße frisst halt einfach ein bisschen Leistung damit. Es ist aber vor allem schön, dass das Getriebe relativ lange übersetzt. Das ist so Autobahn, höhere Geschwindigkeiten, zum Beispiel 160. Dadurch ein angenehmes Drehzahlniveau. Dadurch ist der Verbrauch dabei in Ordnung. Und auch die Akustik geht aus meiner Sicht ja völlig in Ordnung. Und wer jetzt denkt, ja gut, ich brauche ein bisschen mehr Sportlichkeit, der hat hier unten auch die Möglichkeit, das Ganze noch zu verstellen. Das heißt, wir sind in E-Economy unterwegs. Man kann das Ganze auch auf Sport stellen. Ja, und man hat halt die festen Fahrstufen, in denen man sich irgendwo bewegen kann. Das heißt, ja, Getriebe frisst auf jeden Fall Leistung und ein 5K Handschalter würde mehr Spaß machen, aber zum Entspannen und das Auto trägt zur Entspannung bei, da passt es auf jeden Fall. Ja, was auch zum Thema Entspannen passt, ist halt einfach Sitzposition hier mit der Armlehne und vor allem halt auch, dass ich hier genau die richtige Höhe bei meinem Fenster habe, um einfach mal so den Arm nach draußen zu hängen. Ist vielleicht ein bisschen verpönt, aber gehört bei so einem Auto definitiv dazu. Und wenn man bunte Sachen anhat, ist das irgendwo auch ein Sicherheitsfeature. Denn ja, für Sicherheit muss man ein bisschen selber sorgen. ABS war Serie, aber Airbags gibt es halt keine. Und ja, wenn man dann auf solche Kurven zufährt, muss man halt wissen, ich habe jetzt keine Assistenzsysteme oder ähnliches, die mir helfen. Und vor allem auch, wenn man die Bremse länger nicht betätigt hat und dann erstmal wieder drauf geht, braucht das Auto so eine Gedenksekunde, es ist nur eine halbe, um erstmal wieder den Druck aufzubauen. Aber dann ist die Bremse von der Dosierbarkeit her sehr gut und völlig in Ordnung. Und dann kommt man auch mit dem Fahrverhalten zurecht. Und das liegt vor allem daran, dass wenn man hier die Lenkung nimmt, ich jetzt nicht so eine tote Mitte habe und das Gefühl habe, ja, ich habe ein Auto, was über 30 Jahre alt ist, sondern ich habe halt einfach ein direkt modern fahrendes Auto, wenn man sich um seine Fahrwerkskomponenten gekümmert hat. Und dann ist ja tatsächlich die Sicherheitseinschränkung halt irgendwo, dass man weiß, ich habe jetzt kein ESP oder ähnliches, ich habe keine Airbags, ich habe kein irgendetwas, was mir das Leben in dem Fall retten würde. Aber dafür hat man das, was man früher hatte, nämlich eine gute Übersicht. Das heißt, wenn ich hier vorne mir meine A-Säule anschaue, ja, dann sehe ich tatsächlich was. Ich kann auch meine Motorhaube, die schön flach ist, gut überblicken. Das hilft mir beim Parken, hilft mir aber auch ja beim Anpeilen von Kurven. Aber auch wenn ich nach hinten schaue, meine C-Säule und meine B-Säule sind noch nicht so riesig. Und dadurch finde ich mich halt einfach gut zurecht. Und ja, in diesen Kurven, in diesem Geschlängel ist das alles kein Problem. Und mir werden halt einfach keine großen Fragen aufgeworfen. Während ich heute überall Displays und ähnliches habe und ich mich orientieren muss, ist hier nur die Frage, ob ich mein kleines Drehrädchen ein Grad wärmer oder kälter drehe. Und ansonsten stellt sich ja einfach keine Frage. Ich bleibe eigentlich immer in D und dann ist das Schema schon durch, weil ja, ich habe natürlich auch keine Schaltwippen oder Multifunktion oder irgendwas ähnliches. In dem Fall schlägt man sich halt mit Problemen rum, wie das bei meinem Kombi-Instrument, der Kilometerzähler. Manchmal zeigt er was an und manchmal so wie jetzt, dann möchte er mir nicht sagen, wie viele Kilometer. Ist aber eigentlich auch egal, weil es sind immer 299.960 Kilometer und daran wird sich einfach auch nichts ändern. Akustik von den Soundsystemen damals, das war wie gesagt, ja, das Höchste, was irgendwie
erreichbar war im Automobilsektor. Das heißt, Radios klingen auch heute noch gut, das ist ein großer Vorteil. Man hat dazu, wie gesagt, Klima und ähnliches. Das heißt, man ist sehr modern unterwegs und kann das Ganze auch völlig genießen. Ich würde mir höchstens noch wünschen, ja, dass der Sitz höhenverstellbar ist. Das wäre tatsächlich so ein Gimmick, das würde ein bisschen einen weiterbringen. PDC gab es erst ab 92, das heißt, in dem Fall hat man jetzt hier keine Einparkhilfe. Wie gesagt, die Übersicht ist gut, ich habe eine große Scheibe hinten und dann das wichtigste Feature beim Einparken ist die Antenne. Weil die Antenne zeigt mir ganz genau, wo das Auto aufhört. Das heißt, ich fahre die Antenne bis zur Wand und dann ist auch gut. Ja, im Zweifelsfall gibt es hier natürlich noch eine Anhängerkupplung, aber albanisches Einparken muss ja nicht immer sein. Aber natürlich in Ländern wie Frankreich sehr beliebt an der Stelle. Wobei man auch sagen muss, diese Farbkombination passt auch sehr gut zum eben angesprochenen albanischen Einparken. Ich finde wichtig bei so einem 80er, 90er Auto noch, dass ich hier so ein Blaukeil mitbekomme. Und dann ist es einfach nur Entspannung pur und das ist genau das, was ich zum Fahren sagen will. Ja, wie ist der Federungskomfort? Nicht so, wie man es von einem 7er aktuell erwarten würde. Das heißt, ja, das Auto ist bequem, aber es ist sportlich in jeder Lebenslage. Das heißt auch, wenn ich so irgendwelche Querfugen und ähnliches habe, ich bekomme es mit. Vor allem, wenn man so wie ich mutig ist und 18 Zoll auf einem E32 fährt. Wenn man die standardmäßigen 15 Zoll fährt und Ballonreifen, wird das Ganze ein bisschen weggedämpft, aber er wird immer härter als eine S-Klasse sein. Und damals waren die Unterschiede zwischen den Autos auch noch deutlich größer, als sie es heute sind. Das heißt, für alle, die eine Sänfte wollen, es gibt wirklich schöne S-Klassen, nach denen ihr euch umschauen könnt. Für alle, die ein Fahrerauto wollen, was nur 1,6 Tonnen wiegt und selbst mit Automatik noch Spaß macht, ja, dann ist man hier bei diesem 7er genau richtig. So, wenn wir jetzt hier mal aus dem Ort raus, dann kann man es auch ganz einfach machen. Man macht die Automatik quasi mal auf Sport. Und wenn man dann mal Gas gibt, merkt man, okay, bei 3 passiert erstmal nicht so viel. Und dann so irgendwo jetzt hier bei 3,5, da wird das Auto auf einmal lebendig. Und da geht es dann schon ziemlich rasch vorwärts. Ja, akustisch wird er natürlich immer präsenter. Und die Schaltwechsel dann sind hart, um nicht zu sagen direkt. Man könnte auch sagen ruppig. Das heißt, wenn man bei vielen anderen Automatik getrieben hat, dass die Leistung irgendwo so im Sand versinkt und man merkt einfach den Schaltvorgang nicht. Hier merke ich, ja, wird mir deutlich gesagt, ich habe gerade den Gang gewechselt. Aber finde ich aber eigentlich ganz angenehm, passt doch irgendwo dann in dem Moment mit dazu, wenn ich wirklich die Leistung abrufe. Wenn ich sie nicht abrufe und ganz entspannt unterwegs bin, ja, dann merke ich das Ganze auch nicht und kann in der Stadt einfach nur mitfließen. Das heißt, Charakter von dem Motor ist einfach so bis 3000, ist er überzeugt dann einfach durch die Laufkultur, hält sich im Hintergrund. Ja, und dann wird er präsent und macht halt genau das, was man von einem reinen Sechszylinder von BMW erwartet. Das heißt, man hat dieses turbinenhafte Hochdrehen, bis dann irgendwann die Automatik sagt, so, gut, reicht es aber auch mal. Ich hau dir den Schaltvorgang dazwischen. Wenn ich in diesem E-Modus bin, bedeutet das übrigens, ich werde nie so wirklich über 4, 4,5 drehen. Dann wird er immer schalten. Egal, was ich mit meinem Gaspedal veranstalte, er wird schalten. Ja, wenn ich in dem Sportmodus bin, dann geht das Ganze eine schöne Ecke weiter. Das würde natürlich auch irgendwo den Tribut einer Tankstelle erfordern. Wenn man allerdings auf der Autobahn mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs ist, ja, dann nähert man sich einstelligen Werten. So bei 10, 11 Litern ist man da gut unterwegs. Wer halt immer ein bisschen mehr Drehzahl will oder mehr Stadt fährt, ja, da werden die Werte ein bisschen höher. Die wichtigste Überschrift am Ende, wenn wir das mit dem 7er fahren hier zusammenfassen, ist halt einfach Emotion. Ich höre das Auto arbeiten. Ich weiß, ich habe ab Werk ein Sperrdifferential an der Hinterachse, wo ich mir denke, warum im 7er damals bestellt? Geile Sache. Ja? Und dann einfach immer, ich höre, ich rieche, ich spüre alles einfach, wie ein altes Auto riecht. Und nur wenn ich mal richtig Gas gebe, ja, dann will er halt einfach auch so, wie sich's für ein BMW gehört und zieht dann auch so durch. Er hat über 200 PS und macht da keinen Hehl draus. Auch nicht akustisch, das soll man irgendwo mitbekommen. Man, aber man kann ein kleiner Klick auf E und dann bin ich bei 100, bei 2000 Umdrehungen, kann mich gut im Auto unterhalten und habe halt einfach dieses Leder überall. Und das Leder riecht nach Leder, es fühlt sich nach Leder an. Und wenn man Leder und Holz mag, ist man hier gut aufgehoben. Und ob der 7er jetzt auch bei uns im Car Rating Score gut aufgehoben ist, was ich hoffe, weil es mein 7er ist, das schauen wir uns jetzt zusammen an. Ich gebe zu, das Fazit wird jetzt ein bisschen unfair, denn ich bin immer noch verliebt in meinen 7er, auch nach all der Zeit, die ich ihn schon habe. Aber wenn ich dieses kardinalrote Leder sehe, wenn ich diese schönen Designelemente überall sehe, dann verliebe ich mich jedes Mal aufs Neue. Auch wenn es der eine oder andere sagen wird, ja, aber da ist ja gar nicht alles original. Ja, aber dafür ist es genau mein 7er und ich liebe ihn so, wie er ist, auch wenn er mir hier und da vielleicht mal ein bisschen Kummer machen sollte. Aber so ein E32 an sich macht einem wenig Kummer und bereitet viel Freude. Und deswegen sage ich, ja, das ist tatsächlich ein
vernünftiger Youngtimer, den man sich irgendwo holen kann. Man muss ja nicht immer völlig übertreiben und gleich zum V12 greifen. Das heißt, ich habe ein Auto, wo ich viel Platz, viel Komfort habe und vor allem viel Stil, mit dem ich unterwegs bin. Und das, was Leute an BMW schätzen, nämlich einen Sechszylinder oder wer auch will, einen Zwölfzylinder vorne angetrieben werden hier meine hinteren Räder und dazwischen ganz viel Fahrspaß irgendwo und das tatsächlich in so einem großen Auto. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu unserem Car Ranger Score und den Punkten. Wie viel bezahle ich denn für solche Autos? Und das ist bei den 7ern tatsächlich ja wie bei den meisten Autos aus der Zeit so ein bisschen ja, zwiegespalten. Ja, unter 1000 Euro finde ich schon irgendwelche, die so in einem Schrottplatzzustand sind. Ich habe auch einige, die 10.000, 15.000, 20.000 Euro für eure Autos wollen. Aber ich denke, wenn ich zum Beispiel mal 5.000 Euro in die Hand nehme, kriege ich wirklich vernünftige Exemplare. Schwieriger wird es halt nur, wenn man so verrückt ist wie ich und sagt, ich will unbedingt ein Holzlenkrad und ich will unbedingt bunte Sitze und ähnliches haben. Bin halt eine bunte Persönlichkeit, da sucht man ein bisschen länger, aber an sich gibt es für die Anschaffung 8 Punkte, denn noch ist es nicht zu spät, sich einen guten E32 zu holen. In 10 Jahren sieht das wahrscheinlich anders aus. Beim Unterhalt gibt es dann 5 Punkte. Ja, er verbraucht ein bisschen mehr, also 12, 13 Liter muss ich schon irgendwo mal mitnehmen und das ein oder andere Teil wird auch ein bisschen schwerer zu kriegen. Wenn ich zum Beispiel ein Original BMW-Radio jetzt haben möchte und ich möchte genau das Professional, was drin war, dann geht das schon mal gut ins Geld. Beim Platzangebot habe ich 8 Punkte. Ja, weil ich sitze hinten wirklich fürstlich, ich sitze vorne wirklich fürstlich. Und mein Kofferraum ist halt vielleicht nicht der praktischste, aber mit 500 Litern bin ich schon gut dabei. Ja, und zu den 8 Punkten von meinem Platzangebot kommen dann 7 beim Komfort. Er ist straffer, sportlicher, als es heute bei den Limousinen der Fall ist. Und er ist natürlich bei höheren Geschwindigkeiten auch ein Tick lauter. Aber für ein Auto aus der Zeit ist es einfach unglaublich, was ich bekomme. Ja, dann haben wir das Thema Wiederverkauf. Und beim Wiederverkauf, da gibt es 7 Punkte. Es suchen nicht so viele Leute nach einem 7er immer. Das macht es ein kleines bisschen schwierig. Aber ich glaube, die Talsohle bei den Preisen, ja, die ist schon lange durch. Von daher geht es aufwärts. Und ja, ich komme da ganz gut zurecht. Für meinen Kopf sind es also 35 Punkte, ja, die er sich irgendwo zusammenstibitzt hat. Aber eigentlich hat er mein Herz ja mit dem Design geklaut. Und das fängt jetzt hier bei dieser Linie an. Das fängt bei diesem Blick an, der grimmig, aber auch sehr ernst dabei ist. Ja, und das sind 9 Punkte beim Design aus meiner Sicht. Das ist schon eine Ikone aus der Zeit. Dann kommt das Thema Fahrspaß. Fahrspaß gibt es bei mir 7 Punkte. Ja, eine Viergangautomatik, klaut mit Drehmoment, nimmt mir so ein bisschen Freude. Das, ich weiß, das gehört dazu. Aber wenn man einfach diesen Flair genießt, wenn man weiß, dass die Armlehne bzw. das Fenster auf der idealen Höhe für den Arm ist, um einfach nur zu entspannen, das Schiebedach und das Fenster aufzumachen, dann weiß man, dass die 7 Punkte mehr als gerechtfertigt sind. Bei der Ausstattung, ja, da gibt es 5 Punkte. Alles, was damals möglich war, ist in so einem 7er drin. Aber ja, über 30 Jahre, da hat sich halt einiges getan. Und inzwischen ist das normaler Durchschnitt, was ich hier kriege. Dann haben wir das Thema Klang. Da gibt es 8 Punkte. Es ist ein großer, rein Sechszylinder, der einfach nur ehrlich klingt. Und es gibt wenig, was schöner ist. Viel mehr möchte ich in so einem Auto auch gar nicht haben. Und zu guter Letzt, ja, da wäre das Image. Tja, und was für ein Image hat man, wenn man so hier an so einem 7er steht? Aus meiner Sicht ein sehr gutes oder aus meiner Erfahrung. Es gibt bis jetzt niemanden, der zu mir kam und gesagt hat, Mensch, was fährst denn du da für eine alte Karre? Sondern alle sagen, das ist ein ziemlich cooles Auto, vor allem auch in so einer Farbkombination. Lachssilber, Kardinalrot, das ganze Holz. Da gibt es beim Image nochmal 9 Punkte obendrauf. Und das hier macht für mein Herz ja stolze 38. Und 38, 35, Adam Riese sagt mir, das sollen 73 Punkte sein. Und über 70 bedeutet, das ist wirklich viel im Car Ranger Score. Ja, das ist auch wirklich viel Auto, was ich hier bekomme. Ich hoffe, diese kleine Tour rund um meinen E32 und den E32 allgemein hat euch gefallen. Das sind aus meiner Sicht tolle Autos. Und das sollte nicht der letzte 7er sein, den wir uns zusammen angeschaut haben. Jetzt sagt doch mal, ja, welche 7er Generation ist euch persönlich am liebsten? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin immer gute Fahrt und ciao.